Ja, also ich begrüße Sie auch, freue mich, dass wir in dieser Runde da sind und auch noch einige dabei haben, die mithören. Frau Dr. Fischer hat es schon gesagt, das ist quasi eine lapidare Feststellung, was kommt jetzt in meiner Frage heute? Der Tod. Ja? Ich habe mir gedacht, in der Fülle dieser Vortragsreihe, die ich da gesehen habe, da haben es nicht alle so leicht, ja? Weil wenn einer aus einem anderen Wissensbereich nachfragt, was kommt jetzt, der kann nicht mit der Sicherheit sagen. Ich kann es mit Sicherheit sagen. Worüber ich rede, das steht eben nicht in Frage, das ist das Sicherste. Mit der allergrößten Gewissheit stehen wir vor dem, was kommt, was auf uns zukommt, nämlich der Tod. Für jede und für jeden von uns und für das große Ganze. Ein Ende. Wie, wann, wie wir mit dieser Gewissheit umgehen, gibt es ja viele Möglichkeiten, nicht? Man kann fatalistisch auf das Ende sehen oder ängstlich, resigniert, sehnsüchtig, ruhig, verzweifelt oder empört. Je nach Lebens- und Leidenssituation und je nach Erfahrung, wohl auch je nach Vermögen der Reflexion. Was da kommt, da kommt was Kleines und was Großes, was Konkretes und was ganz Grundsätzliches. An diese Frage muss man philosophisch herangehen und auch sehr praktisch. Alle, die mit Begleitung in einem Hospiz oder so zu tun haben, wissen, da sind oft sehr praktische, handgreifliche, kleinteilige Dinge nötig. Vor der Größe der Frage könnte einem schwummerig werden und vor dem konkreten Kleinen, vielleicht auch Banalen, wie der Tod und der Weg dahin sich zeigen wird, da kann einen Überdruss anfallen, Verzweiflung, Angst, wie man das alles, eventuell kann es ja auch lange dauern, aushalten kann. Es kommt das Ende einer, mindestens einer bestimmten bekannten Gestalt. So wie wir unser Leben kennen, das wird es dann nicht mehr geben. Und was dann kommt, eine Vollendung, etwas Neues, Leben. Und unser Thema behauptet, das sei eine Kunst, darauf zuzugehen, die Ars Moriendi, also die Sterbekunst. Ja, ich habe eben dieses Zitat von Rilke über diese Veranstaltung gestellt. Er sagt, früher wusste man, oder vielleicht man ahnte es, dass man den Tod in sich hatte wie die Frucht den Kern. Dass man den Tod in sich hatte wie die Frucht den Kern. Also dieses Zitat lenkt jetzt unsere Aufmerksamkeit auf frühere Zeiten. Und ich denke, wir haben da so eine unbefragte Annahme dazu. In früheren Zeiten, da wäre die Haltung zum Tod eine andere gewesen, vielleicht eine moralisch hochstehendere oder jedenfalls in einem höheren Maß selbstverständlich oder natürlich. Vor allem kann man sagen, früher gab es keine Verdrängung im Denken und keine Abschiebung in gesellschaftlicher Hinsicht. Meine Annahme ist, dass früher eher ein sehr praktischer, ein wenig romantischer Zugang zum Tod war. Denn der Tod war eben näher. Die Menschen wurden nicht alt. Sie lebten in räumlicher Nähe zueinander. Das heißt, sie erlebten mit, wenn einer krank wurde. Sie sahen einen Toten. Sie waren dabei, wenn Menschen starben, man sah einen Menschen aufgebahrt. Und ich vermute, es gab wahrscheinlich wenig Diskretion und Sensibilität in diesen Fragen, sondern ich nehme an, die Selbstverständlichkeit des Umgangs und Sprechens würde uns vielleicht erschrecken. Der Tod war näher, weil die Menschen auch in einem gemeinsamen Zusammenhang mit Ritualen
und einem Sinnzusammenhang beheimatet waren, familiär und auch gesellschaftlich. Der Tod war näher, weil es für die breite Masse eben schwierige und mühevolle Lebensbedingungen gab. Denken wir an die Gefahren in der Arbeit, der Verkehr. Wenn es überhaupt Verkehrsmittel gab, war sicher gefährlicher als heute. Die Versorgung mit Materiellen, mit Lebensmitteln war für die meisten Menschen nicht so gut wie bei uns. Menschen empfanden sich abhängig von der Natur. Die medizinische Versorgung war verglichen mit heute vielleicht keine oder eine schlechte. Es gab viel Armut, Kinder- und Müttersterblichkeit. Das ist eine grundlegend andere Voraussetzung, auf das Thema zu schauen und an die Tatsache des Todes zu denken, als in unserer Zeit, wo wir einfach Sicherheitsdenken kennen, dass die Machbarkeit, obwohl die wird jetzt mit Corona ein bisschen in Frage gestellt. Wir gehen davon aus, die Medizin macht große Fortschritte. Wir haben Ansprüche auf ein soziales Netz. Und aus dieser Sicht wird einfach, weil es uns Angst macht, das Schwache, das Ausgesetzte, das Verwundete abgeschoben. Wir stehen eben Krankheit, Sterben hilflos gegenüber, weil wir uns dem nicht aussetzen wollen und können. Ja, ich spreche heute, es wurde schon angedeutet, aus dem Blickwinkel als Seelsorgerin zu Ihnen, eben als Seelsorgerin bei alten, kranken und sterbenden Menschen. Die Corona-Epidemie hat die letzten 4 Monate meines Berufslebens geprägt. Und da müssen wir uns einfach zurückversetzen in die Anfänge Corona. Ja, damals gab es ja nichts. Die Schutzausrüstung war, wenn vorhanden, dann nicht sehr üppig. Darum gab es Streit, sogar in ganz Europa. Die Isolation war das Mittel der Wahl. Es gab eben noch keine Tests, keine Impfung, keine Medikamente. Und ich durfte 11 Wochen nicht ins Pflegeheim. Und ich wusste und spürte ganz genau, dass jetzt die Begleitung unersetzbar wichtig war, aber sie konnte nicht stattfinden. Ich habe im Zusammenhang mit diesem Corona, mit dieser Epidemie, Pandemie, herzzerreißende Situationen im Pflegeheim erlebt. Ja, das Allheilmittel dabei war Homeoffice, aber ich glaube, man kann sich gut vorstellen, Seelsorge im Homeoffice, was habe ich tun können? Randaufgaben. Ja, ich konnte am Telefon Trauergespräche führen. Aber auch das, weil so wie Zoom, so wie hier, also die älteren Menschen haben das nicht oder kennen sich nicht aus, ich auch nicht allzu gut. Ja, das heißt, die ganze Palette an Möglichkeiten der Begegnung entfiel, nämlich das Sprechen, das Zuhören, das Schweigen, der Blickkontakt, die Berührung, das Singen, das einfach Dasein, das alles ist ausgefallen. Ich möchte noch eine Bemerkung zu Corona machen. Vielleicht kennen Sie den Satz, der so allgemein gesagt wird, wenn wer verstirbt. Eigentlich heißt es immer, der Tod kommt immer zu früh. Ja, habe erst kürzlich eine Pate gelesen, da steht, die Frau so und so ist mit 100 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Ja. Ich will mich darüber nicht lustig machen, sondern es ist für die Angehörigen ist es so, wenn die Frau bis dato gesund war, dann ist auch das plötzlich und unerwartet. Aber natürlich aus einer menschlichen Betrachtung mit 100 Jahren muss man damit rechnen, dass das Leben einmal zu Ende geht. Ja, also der Tod kommt immer zu früh. In der Corona-Zeit hat sich das gewandelt. Ich habe erlebt, dass trauernde Angehörige auf einmal
ausdrücken, ich bin so froh, dass mein Mann oder meine Mutter schon vorher gestorben ist. Erstaunlich, aber das macht deutlich, dass die Menschen auf einmal gemerkt haben, es braucht in der Begleitung Sterbender diese Qualität. Es braucht das Nahesein, das Dasein, die Berührung, dass man auch länger da bleibt, je nach Situation. Es braucht die Gemeinschaftlichkeit und die Familie. Und das haben Menschen auf einmal bemerkt, was für ein hoher Wert das ist, einen Angehörigen zu begleiten. Jetzt der Blick von der professionellen Sicht her. Es ist einfach sehr wichtig und uns, glaube ich, mehr bewusst geworden als davor, dass es so wichtig ist, dass Seelsorge eben auch systemrelevant gesehen wird. Dass sie eine Rolle im Hinblick auf den Systemzweck eines Krankenhauses oder eines Pflegeheims hat, nämlich Menschen gesund zu machen oder Bewohnerinnen im Pflegeheim zu betreuen und einfach Menschen gut zu tun. Ich habe in dieser Zeit einen Satz für mich geprägt. Es gab viele Corona-Opfer, die nie angesteckt waren. Corona-Opfer, weil sie eben unter Besuchseinschränkungen, unter Beziehungsentzug gelitten haben. Ich habe nicht einen Menschen gehört, der gesagt hat, ich sterbe lieber, als meine Familie nicht mehr zu sehen. Wir denken da eben an hochaltrige Menschen, deren Lebenssinn sich hauptsächlich aus den familiären Beziehungen speist. Und leisten können sie nichts mehr, weil sie schwach sind in verschiedener Hinsicht. Teilnehmen können sie nicht mehr, weil sie nicht mehr mobil sind. Das heißt, was bleibt dann wirklich an Sinnstiftenden für solche alten Menschen? Ja, wenn ich früher erzählt habe und auch erzähle, merke ich oft Unverständnis oder sogar ein Erschrecken bei Menschen, denn die denken, das muss doch eigentlich furchtbar sein, sich ständig mit Krankheit, Alter, Tod zu konfrontieren und sich damit so intensiv zu beschäftigen. Und ich kann das bestätigen, es hat eine Schwere und eine Traurigkeit, mit Menschen eben an der Grenze zu stehen. Es führt vor die große Frage, warum? Der Tod, selbst wenn er ganz natürlich am Ende eines langen Lebens kommt, kann ein großes Ärgernis sein. Aber oft wird er auch herbeigesehnt, einfach weil es genug ist. In der Bibel heißt es oft, er starb lebenssatt. Ja? Also es kann auch einmal genug mit Leben sein. Oder, auch das wird oft formuliert, es ist eine Erlösung, wenn jemand sterben kann. Ein anstößiges Ärgernis ist der Tod ganz sicher, wenn junge Menschen sterben oder wenn Menschen furchtbare Schmerzen haben, wenn sie mit Wunden oder Entstellungen leben müssen, wenn sich Wesensveränderungen einstellen. Und dazu kommt, dass alles zieht ja die ganze Umgebung, alle Menschen rundherum mit ins Geschehen hinein. Und doch zeigt sich, so habe ich das erfahren, gerade in diesen schweren Situationen eine große Kostbarkeit. Es verlangt allerdings eine Art von Umwertung, um diese besondere Qualität zu würdigen. Diese Umwertung, von der ich spreche, die wird den Menschen auferlegt, aufgezwungen. Niemand wählt das freiwillig. Es steht dem entgegen, was wir kennen und genießen, was wir wünschen, was wir für ein gutes Leben halten, was gute Erfahrungen bringt.
Deswegen halten viele es kaum für möglich, wenn sie es nicht erlebt haben. Denn unser Bild vom gelingenden Leben verbindet sich mit Begriffen wie Autonomie, Rationalität. Mit großer Souveränität verfügen wir über ein reiches Repertoire, uns selbst in unserem Leben in der Welt wahrzunehmen, zu zeigen, zu verstehen. Aus dieser Position heraus ist es schwer vorzustellen, dass etwas anders sein könnte, oder? Und das kommt eben auf uns alle zu, dass es anders werden wird. Es braucht ein Umdenken, diese andere Qualitäten überhaupt wahrzunehmen und wertvoll zu sehen. Menschen an der Grenze sind dem Wesentlichen näher. Sie müssen nichts mehr darstellen, sie verstecken ihre Bedürftigkeit nicht. Sie nehmen ihr Gegenüber der Liebe und der Sorge würdig wahr. Bis ganz zum Schluss sprechen wir Menschen aufeinander an, treten in Kontakt und wenn es nicht in Worten ist, dann in Blicken, in Berührungen und zuletzt im Miteinander atmen. Wenn nichts mehr geht, im Dasein, im Präsentsein, können wir einander immer noch beschenken. Ich möchte Sie zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Und so traurig das ist, ich denke, in unserer Zeit jetzt mit diesem Krieg haben vermutlich viele Menschen diese Gedanken sich schon gemacht. Nämlich, was macht mein Leben aus, mein gutes Lebensgefühl? Ist das mein Beruf? Meine Wohnung, meine Familie, meine Hobbys, mein Körper, meine Fitness, meine Interessen, mein Image. Und dann in diesem Experiment geben Sie diesen Dingen eine Rangordnung. Und dann stellen Sie sich vor, Sie sollten eins davon weggeben, und zwar freiwillig. Ja, schon eine schwierige Entscheidung. Worauf könnte ich verzichten? Und dann stellen Sie sich vor, es wird Ihnen etwas weggenommen. Durch einen Schicksalsschlag, durch das Alter. Und immer mehr wird genommen. Wer bin ich dann noch? Oft hören wir ja die Frage, das ist kein Leben mehr. Ja? Ist das dann noch Leben, wenn mir so viel genommen wird? Man könnte sagen, in diesem Gedankenexperiment, da rücken die Grenzen immer näher. Der Raum wird enger. Es wird, so sagt unsere Alltagswahrnehmung, mehr und mehr bedrückend. Auch dazu könnte man eine kleine Übung machen, ja, dass wir sagen, wir richten mal die Aufmerksamkeit auf diesen Raum, in dem wir uns da finden, die Grenzen dieses Raumes. Wir könnten die Aufmerksamkeit richten dahin, wo mein persönlicher Raum endet. Ja, Sie wissen das wahrscheinlich. Man sagt normalerweise so eine Armlänge. Bei nahen Menschen, die dürfen mir auch näher kommen. Aber sonst merken wir deutlich, wo unsere Grenzen sind. Dann die Körpergrenze. Und dann, wenn die Grenzen immer näher rücken, komme ich in diesen Innenbereich. Und dort sagt uns die Bibel, sagen uns kirchliche Dokumente, dort wohnt das Ureigenste, das unerreichbar ist für Menschen, wo ich mir selbst und Gott begegne. Also da ist jetzt das Erstaunliche passiert. Im Nachdenken über die Grenzen werden wir ins Heilige geführt, da wo sich das Innerste, das Gute, das Beglückende, das Geschenkhafte zeigt. Ja, Sie kennen
den Apostel Paulus, der redet vom Tempel Gottes, der wir sind. Oder Gaudium et Spes, das sagt, das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem Innersten zu hören ist. Oder ich denke an Romano Guardini, der formuliert hat, man muss sich selbst sehr ehren. Und da meint er nicht einen Preis des Egoismus und der Egozentrik, sondern dieses Selbst, das ist nicht das kleine Ego, sondern dieses Selbst, dieses Heilige, ist dann offen, bis Paulus sagen kann, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und vielleicht kennen Sie Teilhard de Chardin, der sich auf den Kolosserbrief bezieht und sagt, alles ist durch Christus und auf ihn hin geschaffen, also der kosmische Christus, der alles in allem ist. Das ist doch wirklich was Erstaunliches. Wenn wir tiefer einkehren in uns selbst, dann lernen wir die Grenze anders sehen. Ja. Die Erfahrung zeigt, dass wir Menschen an der Grenze auf diese eine große Frage gestellt werden, gestoßen werden, warum? Meine Erfahrung zeigt auch, dass diese Frage, auch wenn es danach klingt, dass diese Frage keine Kausalität ergründen will, also keine Erklärung sucht, nicht einen Grund finden will. Denn den gibt es offenbar nicht, wenn die größten Philosophen an dieser Frage gescheitert sind. Was ich erlebt habe mit den Menschen, wenn sie diese Frage stellen, ist, sie fragen, hat mein Leben Sinn? Hat mein Leben Sinn gehabt? War es gut? Bin ich den richtigen Werten nachgegangen? Ist durch mich etwas Gutes in diese Welt gekommen? Was bleibt von mir? Was habe ich weitergegeben? Was will ich noch weitergeben? Das heißt, die Frage sterbender Menschen zielt nicht auf den Tod, sondern auf das Leben, auf das gelebte Leben. Wenn man also diesen Weg bewusst gehen will, und das meint ja die Ars Moriendi, die Sterbekunst. Das meint auch dieser Begriff des Memento Mori. Also denk daran, du bist sterblich und ordne auf das hin dein Leben. Dann führt das ganz und gar nicht zu Traurigkeit und Verzweiflung, sondern zu einer tieferen Wahrnehmung des Lebens. Das Leben, das eben eine endlich einmalige, geschenkte Kostbarkeit ist. Unter Tränen wird dieses beglückende Geschenk erfahren. An der Grenze des Lebens, unter dem Schmerz der Endlichkeit, wird die Kostbarkeit sichtbar. Und wir kennen das ja auch schon aus unserem Alltagsleben, aus den kleineren Anlässen. Erst beim Abschied merken wir, was uns jemand oder etwas bedeutet. Und wir wissen auch, wollten wir uns der Nähe und der Bindung enthalten, um den Schmerz zu vermeiden, wir würden uns um das Beglückende bringen. Und wer als Begleiterin auf diesem Weg dabei sein darf, wenn es gelingt, der hilft diesem Prozess, der ermutigt, dabei zu bleiben, in den wechselnden, oft auch chaotischen Gefühlen. Und er oder sie hat selbst reichlich zu lernen, eben die Lebenskunst. Ich möchte einen kurzen Hinweis machen auf Viktor Frankl. Der ist
mindestens uns in Wien ja bekannt, der als Shoah-Überlebender der große Forscher des Sinns geworden ist. Und er sagte, solange ein Mensch Werte verwirklicht, empfindet er Sinn in seinem Leben. Das leuchtet uns unmittelbar ein. Wir finden Sinn, wenn wir etwas schaffen. Wir finden Sinn, wenn wir lieben. Da können wir ihm zustimmen. Aber er sagt auch, und er hat das im eigenen Leben bewahrheitet, er sagt, der Mensch kann sogar im Leiden Sinn verwirklichen. Nämlich in der Art, wie er sich zu seinem Geschick, zu dem, was ihm zugemutet wird, stellt. Also es gilt, eine Einstellung zu finden zu dem, was vermutlich auf den ersten Blick jeder Mensch negativ empfindet, nämlich Alleinsein, Verlust, Schmerz. Also in diesen Grenzsituationen gibt es eine Einladung zum Leben, eine Chance, Leben zu lernen. Bei mir waren es schwerst kranke und sterbende Menschen, die gesagt haben, genießen Sie Ihr Leben. Es kann so schnell anders sein. Nütze die Zeit. Und ich sage das gerne dazu, diese Menschen sagten das ohne Neid. Also wir müssen keine Angst haben, dass unsere Vitalität die Menschen noch trauriger machen könnte. Nein, wir bringen Leben ins Leben, wir rufen etwas wach und eine innere Quelle kann wieder sprudeln. Ja, ich habe formuliert als Titel auch dieser Veranstaltung Ars Moriendi, Erfahrungen von Menschen und Erfahrungen mit Gott, die sich zu bezeugen geben. Mir ist das sehr wichtig, dass ich da als Seelsorgerin vom Bezeugen spreche. Das ist für mich die adäquate Form, über diese Erfahrungen zu reden. Eine Zeugin hat eine Wahrnehmung, über die gibt sie Auskunft. Das kennen wir aus dem juristischen Kontext. Und es geht dabei um Wahrheit. Ja, welche Wahrheit kann das sein in unserem Zusammenhang, im Glaubens- und im seelsorglichen Kontext? Da ist für mich diese Wahrheit, dass ich im tiefsten eine Ebenbürtigkeit der beteiligten Menschen wahrnehme. Die Conditio Humana, also auch so ein großes Wort, die ist uns gemeinsam. Vor den großen Fragen des Lebens stehen wir gemeinsam. Aber halt jeder und jede zu einer anderen Zeit, in einer anderen Gestalt, in unterschiedlicher Dringlichkeit. Also das ist das grundlegend Gemeinsame. Und über das will ich aber nicht vergessen, dass Seelsorge im Grunde eine asymmetrische Beziehung ist, eben eine helfende Beziehung. Und das sind sehr berührende Erfahrungen, in der Seelsorge gibt es und braucht es auch immer wieder die Umkehrungen, den Rollenwechsel, damit sie eine förderliche Gestalt hat. Ich möchte Ihnen gern ganz kurz davon einigen Erlebnissen erzählen, die diese Umkehrung zeigen. Frau G., sie ist dann mit 97, glaube ich, gestorben. Sie schloss unsere kleine liturgische Feier in ihrem Zimmer mit dem Gruß und Wunsch ab, gelobt sei Jesus Christus. Sie hat erzählt, das war in ihrer Kindheit, also vor vielen, vielen, vielen Jahren, der Alltagsgruß, wenn man sich im Dorf begegnete. Ich antwortete in Ewigkeit Amen
Und es war für mich sehr berührend und ich hatte nicht das Gefühl, sie hätte mir meine Rolle als Vorsteherin dieser Liturgie genommen. Oder Frau M., die lag ganz still und mit geschlossenen Augen in ihrem Bett. Sie hatte offenbar gemerkt, dass mir angesichts des Abschieds, ihres Abschieds, unseres Abschieds, die Tränen kamen. Und sie sagte, nicht weinen. Und ich fühlte mich ganz und gar nicht unprofessionell, sondern ich habe einen Impuls für Zuversicht empfangen und ein lächelndes Gottvertrauen. Oder die Umkehrung, wenn ich beim allerpersönlichsten Beten dabei sein darf. Wenn ein Mensch Gott sein Herz ausschüttet. Meine wohlgeformten Worte sind ja schön und gut, doch jetzt stehen wir gemeinsam vor Gott. Und diese Worte umfangen auch mich für andere Zeiten und andere Möglichkeiten meines Lebens. Und da wächst eine große Ehrfurcht. Als Zeugin muss ich genau hinschauen. Und anders als im juristischen Kontext tue ich das bewusst und mit Absicht. Denn wenn ich vor Gericht als Zeugin stehe, habe ich vorher nicht gewusst. Ich muss ganz genau da Auskunft geben. Aber ich darf das bewusst und mit Absicht tun, hinschauen. Das heißt, da lade ich Sie ein und ich denke, wir alle und Sie alle haben da Erfahrungen und es wird manches nicht neu sein, aber ich denke, es ist wichtig, so die große Dimension, den großen Horizont, den wir da abstreichen, mit den Menschen auch anzuschauen. Also wer sind die Menschen, mit denen ich da zu tun habe? Was charakterisiert sie? Menschen in Alter und Krankheit stehen an einer Grenze. Also auch wenn durch die Krankheit oder die Schwäche die Kraft ausgeht, das Können, die Fähigkeiten, die Ressourcen, die Möglichkeiten. Oder sie stehen an der endgültigen Grenze des Lebens. Menschen wissen oft, unbewusst oder bewusst, ausgesprochen, unausgesprochen, um ihre begrenzte Lebenszeit. Menschen an dieser Grenze, in einer Krise, erfahren sich, könnte man sagen, außer sich geraten. Als ob der Autopilot, der uns normalerweise durch unser Leben sicher führt, ausgefallen wäre. Eine Ausnahmesituation, gekennzeichnet dadurch, dass sie hineingeraten sind in eine, durch eine Diagnose in eine medizinische Maschinerie, könnte man sagen, mit ihrer Eigendynamik, wo es oft zu wenig oder keine gelingende Kommunikation gibt, zu wenig Zeit auf jeden Fall. Die Menschen sind in einem Gefühlskarussell, verunsichert, ängstlich. Dann wieder hoffnungsvoll, wütend, verzweifelt, euphorisch. Was von ihnen gefordert wird, ist groß und zu groß. Nämlich, sie sollen autonom entscheiden, sie sollen informiert entscheiden. Dabei sind sie aber eingeschränkt. Oft ist das Bewusstsein getrübt, körperliche Schwäche. Die Frage, ist genug Reflexionsfähigkeit und Wille vorhanden? Ist eine Sprache den Menschen zugänglich? Also die Be- und Verarbeitung dieser Situation ist vielfach behindert, eingeschränkt. Es gibt allerdings auch stützende Elemente, die ich an den Menschen sehe. Erstaunlich, dass das Wesen des Menschen, könnte man sagen, sich durchhält. Wenn einer im Leben humorvoll war,
dann sind vielleicht auch seine letzten Worte humorvoll. Seine, ihre Vorlieben, welche Musik er oder sie mag, was ihm Sinn gibt, wie sie sich ausdrückt, alles das hält sich durch. Aber natürlich gibt es auch irritierende Elemente von Veränderungen durch Krankheit, durch Demenz, dass manche Schranken fallen. Ja, es wird gefordert, Neues zuzulassen. Was ganz wichtig zu bedenken ist, wenn ich an diese Menschen denke, man begleitet immer ein System, ja? Ein solches System hat Regeln, die sind ausgesprochen oder unausgesprochen, die sind bewusst oder unbewusst, die funktionieren. Ob mir das gefällt oder nicht, ob ich das situationsangemessen finde oder nicht, ist nicht so wesentlich. Ich soll nicht verändern, sondern das, was Halt gibt, stabilisieren. Dieses System bedeutet, dass in immer Lebensgeschichten, die verknüpft, verbunden sind, manche Beziehungen symbiotisch, manche Identitäten und Abhängigkeiten und Gegenabhängigkeiten, ja, kann recht verzwickt sein. Was meine Haltung drin sein kann, ist eben mich in die jeweilige Logik einzufühlen. Und ich halte es immer für sehr wichtig, diskret und zurückhaltend da drin mich zu bewegen. Dasselbe Thema, die Krankheit oder das Sterben, das betrifft die Betroffenen, die direkt Betroffenen und die Angehörigen. Aber sie können unterschiedliche Zugänge haben, stehen in einem unterschiedlichen Stadium im Prozess, haben unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Lebenserfahrung, wechselnde Stimmungen. Vor allem wollen sie einander und sich selbst schützen. Und das verhindert oft eine Auseinandersetzung oder gute letzte Gespräche oder Klärung oder Versöhnung, solange noch Kraft da ist. Mir ist das Bild gekommen, so als ob die Menschen an zwei Ufern stünden. Die direkt Betroffenen stehen vor dem endgültigen Abschied. Die Angehörigen, Zugehörigen, Freunde, die stehen vor der Herausforderung, ohne ihn, ohne sie weiterzuleben. Dem gerecht zu werden, ist manchmal ja auch eine getrennte Begleitung möglich. Und was, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema ist, wir haben es in jedem Fall mit trauernden Menschen zu tun. Da ist Trauer um Gewesenes, das nicht mehr geht. Ja, keine Kraft mehr, keine Möglichkeiten mehr, keine Hobbys mehr. Wie ist dann noch Sinn zu finden? Und ganz wichtig, jede aktuelle Trauer weckt auch alte Trauer auf. Das heißt, wir haben da dann oft sehr komplexe Trauergeschichten auch vor uns. Es geht da um Versäumtes, um Nichtgelebtes, Falschgelebtes. Vielleicht kennen Sie dieses Buch von dieser australischen Krankenschwester Bronnie Ware, die geschrieben hat über die 5 Regrets of the Dying, also die 5 Dinge, die die Sterbenden am meisten bedauern. Ja, die An- und Zugehörigen sind genauso Trauernde, die erleben viel vorwegnehmende Trauer. Auch bei ihnen kann alte Trauer aktiviert werden. Und so sehr man auch Trauer vorwegleben kann,
wenn die Endgültigkeit nach dem Tod eingetreten ist, ist das nochmal was ganz entscheidend anderes. Im Sterbeprozess gibt es viele Ambivalenzen. Menschen wünschen ihren Lieben, dass sie endlich sterben dürfen, weil die Schmerzen so groß sind. Sie wollen gern das Leid verkürzen. Und umgekehrt wollen sie ihn oder sie nicht hergeben, weil sie sich ein Leben ohne ihn und sie nicht vorstellen können. Ja, also ein Hin- und Hergerissen werden der Gefühle und nicht selten auch eine Gewissenslast. Da leben die Menschen eben zwischen Loslassen und Halten wollen. Und das ist fast eine unentrinnbare Spannung. Ich habe ein schönes Bild gelesen, wo jemand sagt, man könnte diese Spannung verstehen wie beim Tanz oder wie beim Sport. Auch da muss man ergreifen und loslassen, auseinander und zusammen. Ich finde, das ist eine sehr hilfreiche, entspannende Vorstellung, die auch Leichtigkeit und Freude in all dem Schmerz und dem Schwierigen in diesem Wechsel möglich macht. Können Sie noch? Schaffen Sie es noch? Ja? Gut. Ja, was tut man in diesem Rahmen? Wir haben jetzt die Menschen angeschaut, mit denen wir zu tun haben. Was tut man da als Seelsorgerin? Ein erstes Wichtiges ist mir eine heilsame Relativierung. Es wurde eine Studie gemacht. Wen erleben Kranke und Sterbende als spirituelle Begleiterinnen? Und die Antworten waren, 40% erleben Familie und Freunde als spirituelle Begleiterinnen, 29% die Gesundheitsberufe, 17% die Seelsorge. Ja, also das relativiert schon sehr. Das heißt, es geht darum, Seelsorge als so gegenseitigen Dienst in der Familie, in der Freundschaft auch wahrzunehmen. Es geht eben um die personale Qualität. Es geht um die Beziehung der Angehörigen, der Zugehörigen, der Freundinnen. Aber ich denke, dass gerade deshalb die professionellen Rollen einen großen Wert haben. Im Sinn des schönen Begriffspaares, hilfreiche Nähe und heilsame Distanz. Ja? Also gerade die Distanz kann etwas Heilsames sein und so hilfreich werden. Das heißt, die Haltung und die Aufgabe als Seelsorgerin ist dann, einen Raum zu öffnen, Worte zu behüten und zu würdigen, auch oft Dolmetsch zu sein zwischen den Angehörigen, die einander oft in ihren verschiedenen Zugängen, in ihren verschiedenen Gefühlen und in ihren verschiedenen Weisen des Umgangs nicht verstehen können. Ja, es geht ums Präsentsein, um Sehen, Hören, Empfinden, diese Emotionen und Atmosphären und Stimmungen aufzunehmen, dabei zu sein und zugleich zurückhaltend zu sein. In Ehrfurcht vor dem heiligen Boden, ja, ich denke dabei an die Dornbusch-Erzählung, der heilige Boden, der das Leben der Menschen ist. Also das Zurücknehmen, Demut zu üben, teilnehmend zu sein, aber nicht voyeuristisch. Und auch hier wieder das Bild der Zeugin. Oft ist es so wichtig für die Angehörigen,
dass wir das ansprechen, was wir sehen. Ja, zum Beispiel, man sieht ja deutlich an der Mimik eines Menschen, ob er Schmerzen hat oder entspannt ist. Und mit Erfahrung kann man das einschätzen, was vielleicht für Angehörige das erste Mal ist, einen Sterbenden zu sehen. Und das kann große Sicherheit geben, wenn man das verbalisiert, also auch hier Zeugin sein, verbalisieren. Dass die Menschen in der Wahrnehmung die Sicherheit gewinnen können. Ja, was Seelsorge ermöglichen kann, was das Ziel ist. Ich denke zunächst mal Ehrfurcht vor dem Weg, der da sich ereignet, zu haben und dazu einzuladen. Es geschieht nämlich etwas Großes, was uns im Leben nie möglich ist. Solange wir leben, können wir nicht abrunden, nicht vollenden, nicht das Ganze unseres Lebens sehen. Im Sterben ist das dann möglich. Und jedes Leben, wie wenig geglückt es vielleicht auch empfunden wird, wie wenig glücklich, es ist immer auch eine Leistung, die gewürdigt werden soll. Ich denke, ganz wichtig ist auch, allen Beteiligten ihr Geheimnis zu belassen. Gerade wenn Menschen sterben, gibt es ja dann viele Fantasien. Worauf wartet sie noch? Was steht für ihn noch aus? Aber das sind oft unsere Fantasien und die der Angehörigen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir da das Geheimnis bewahren. Und wenn wir Gott als Gegenüber dieses Weges auch sehen, dann geht es darum, dem Raum zu geben, das zu ermöglichen und nicht unseren Fantasien nachzugehen. Ja, ich möchte jetzt ein bisschen konkreter werden. Sie haben lange und Überlegungen schon verfolgt. Ich möchte Ihnen gern ein paar Beispiele, ein paar Menschen vorstellen und dann etwas so wie eine geistliche Zukunftsvorsorge vorschlagen. Also, ich möchte Ihnen jetzt Menschen vorstellen, die, ohne dass sie es wahrscheinlich gewusst haben, welche großen Geschenke sie machen, die Leben unterrichten. Und zwar sind sie Lehrerinnen ohne Allüren, dass sie alles wüssten oder besser wüssten, sondern sie sind Lehrerinnen, indem sie einfach ihren Weg gehen, sich den Lebensprozessen hingeben, demütig mit den Bedingungen des Lebens einverstanden werden, indem sie wachsen und schrumpfen, die Höhepunkte und die Tiefschläge annehmen, und indem sie mit Fragen und mit Kampf zustimmen lernen. Ich will nicht das Alter und die Krankheit und den Schmerz und das Leiden irgendwie verklären oder romantisieren. Das wäre zynisch. All das sind Stacheln gegen die Verheißung des Lebens. Und doch gibt es dieses Zeugnis von Zustimmung von Menschen, die Dankbarkeit leben, die Hingabe leben. Und das ist unser großes Geschenk, das wir empfangen, dass wir daraus Zuversicht lernen, dass das geht und gelingen kann, dass man lebt und das Leben besteht. Ja, ich hatte in meiner Tätigkeit einige Unterrichtsfächer, ja, bei verschiedenen Lehrerinnen. Ich formuliere das gern, das ist eine nette Vorstellung. Mein erster Gegenstand war Solidarität und Großzügigkeit. Ganz am Anfang meiner Tätigkeit im Pflegeheim habe ich Frau T. kennengelernt. Und zwar war das noch, vielleicht kennen Sie es, das Geriatriezentrum am Wienerwald, Vulgo Pflegeheim Leinz. Es gab damals noch 4 Bettzimmer dort. Man kann sich vorstellen, wie das ist.
wenn im Nebenbett eine Frau stirbt, mit seelischen und körperlichen Schmerzen, jammert und schreit. Ich meinte damals zu Frau T., wie furchtbar das ist, diese Störungen. Sie hätte doch ein Recht auf ihre Nachtruhe. Frau T. meinte, wenn sie die Nachbarin so weint und jammert, dann bete ich für sie. Schlafen kann ich später auch noch. Ja, das nenne ich Solidarität und Großzügigkeit. Ein anderer Gegenstand, Umgang mit Schmerzen. Frau R., das war eine Zufallsbegegnung am Gang. Sie war mit Krücken unterwegs, nach einer Knieoperation hatte sie starke Schmerzen. Und sie sagt relativ bald zu mir, ich habe ein Abkommen mit meinem Schmerz. Ich konnte mir nichts vorstellen. Zu meiner Schande muss ich zugeben, wenn man ständig mit so hochaltrigen Menschen zu tun hat, denkt man, wenn man was nicht versteht, auch schnell dran, die ist verwirrt, die ist dement. Man nimmt an, die Aussagen könnten doch einen ganz anderen Sinn haben. Jetzt weiß ich, wie weise und weittragend Frau R. sprach. Sie wollte keine Schmerzmedikamente, denn die bewirken Verdauungsstörungen und die nebeln das Bewusstsein ein. Das war ihr Abkommen. Mit dem schwächer werdenden Schmerz konnte sie ihren Heilungsfortschritt verfolgen. Der Schmerz hatte eine Botschaft für sie. Und sie hatte noch so eine Weisheit. Sie sagt, es schmerzt immer nur ein Teil. Frau R. hatte also den Blick fürs Ganze. Sie ging nicht unter in ihrem Schmerz. Sie konnte Distanz aufbauen und blieb Herrin der Lage. Was mich beruhigt, als sie dann nach einem Sturz, zu allem anderen dazu, noch ein verstauchtes Handgelenk hatte, nahm sie dann doch Schmerzmittel. Sie hatte die Unterscheidungsfähigkeit, sie wollte keine Heldin um jeden Preis sein. Und noch ein tiefes und rätselhaftes Wort habe ich in Erinnerung. Frau R. sprach über Heilkräuter und sie sagte, ich verstehe nicht, warum immer genau das wächst, was ich brauche. Ja, Umgang mit Schmerzen. Ein drittes Beispiel für meinen Lebensunterricht. Unterwegs bleiben und Bereitschaft zum Lernen haben. Sich nicht fertig machen, ja, in diesem schönen Doppelsinn. Sich nicht fertig machen, nicht den Anspruch haben, ich wäre in diesem Leben schon fertig. Und auch sonst nicht die Nerven bekommen. Frau D. ist einigermaßen in ihrer Demenz fortgeschritten. Aber zum Teil kann sie sich immer noch gut präsentieren. Sie war Künstlerin, hatte ein gewisses Niveau, war eloquent. Sie war aus Berlin, also ich habe die Stimme noch im Ohr. Wir hatten ein besonders schönes Gespräch miteinander, in dem es so richtig geflossen ist. Am Schluss sagt Frau D. zu mir, jetzt haben Sie mich ein bisschen besser kennengelernt. Und nach einer kleinen Pause sagt sie, und ich mich auch. In der Seelsorgelehre, in der Kommunikationslehre wird uns präsentiert Carl Rogers, vielleicht Ihnen auch bekannt. Er spricht von Self-Exploration. Sich selbst erkunden, sich selbst kennenlernen. Und das ist das große Ziel des Lebens. Selbst werden, Identität gewinnen, Integration. Bei alten Menschen sprechen wir auch von Lebensbilanz, von Abrundung, von einer Lebens- und Werdeaufgabe, die alte Menschen haben.
Genau darum geht's. Und diese Frau, die von Carl Rogers nie gehört hatte, hat diesen Resonanzraum gefunden, in dem sie sich selbst besser kennengelernt hat. Ja, sie ist immer noch bereit zum Lernen und Kennenlernen. Ein viertes Beispiel bringe ich Ihnen. Frau S. war bettlägerig. Ihre Krankheit, ich weiß nicht, welche Diagnose sie hatte, hatte ihr die tonale Ausdrucksmöglichkeit genommen. Aber sie formte Worte mit ihren Lippen, ihr Blick sprach, ich konnte sie verstehen. Sie war eine gläubige Frau mit Gottesdienstpraxis. Sie war als Erwachsene erst gefirmt worden. Sie hatte große Sehnsucht nach der Eucharistie. So waren unsere Kommunionfeiern von großer Innigkeit geprägt. Und dass ich treu und regelmäßig kam, war wichtig. Was mich bis heute bewegt, ist, wie sie Wege fand, sich ihr Inneres auszudrücken. Während des Gebets, das sie mit den Lippen mitformte, legte sie ihre rechte Hand auf ihr Herz. Oder sie streckte die Hand aus, mir, besser dem Sakrament entgegen, wie eine Antenne, empfangsbereit und erwartungsvoll. Ich hatte Fotos von ihr gesehen aus ihrer Jugend. Sie war immer eine zarte Frau gewesen, eine Schönheit. Jetzt war sie abgemagert und schwach. Aber in ihrer Gestik war sie voll Kraft und Entschiedenheit. Und es war klar, woher sie Hilfe erhoffte. Für mich war Frau S. Lehrerin in Ritualgestaltung. Und ich erlaube mir bis heute, ihre Gesten für meinen Ausdruck von Glauben, Hingabe und Hoffnung zu entlehnen. Also Ausdruck zu finden. Haben diese Frauen, meine Lehrmeisterinnen, es gab auch Männer, von denen ich schöne Geschichten erzählen könnte, ich habe die ausgewählt, haben sie das, was und wie sie taten und auf vielerlei Weise sagten, als Ars Moriendi verstanden? Ich denke, diese Bezeichnung würde ihnen recht komisch vorkommen. Sie würden eher sagen, bin halt meinen Weg gegangen, wie es mir eben möglich war, mit meinen Schmerzen und meinen Grenzen und aus der Kraft meiner Erfahrungen und Ressourcen. Auch diesen Begriff würde keine verwenden. Aber sie hatten bestens Ahnung davon, was das bedeutet. Sie würden erzählen, was sie jahrzehntelang eingeübt haben, ja, was sie lernen mussten, was nicht immer angenehm war, aber durchgestanden sie stark gemacht hat. Ars Moriendi, dieses große Wort, erscheint uns als Betrachterinnen und Zeuginnen also als etwas sehr Konkretes, Einfaches, Stimmiges. So wie Menschen dieser Generation auch mitten im Leben die Kunst des Möglichen verwirklichten. Im Kochen, in der Sorge um andere Menschen, in der Bewältigung eines mehr oder weniger fordernden Alltags über viele Jahre und über die sich wandelnden Notwendigkeiten. Zur Kunst wird das, wenn wir es betrachten, denke ich, weil wir noch nicht so weit sind, weil wir uns vor Herausforderungen sehen, die uns zu groß erscheinen. Wir sind noch nicht zu dieser Zustimmung gelangt. Wenn diese Menschen sagten, da kann man nichts machen, also zustimmten, da
dann habe ich oft den Eindruck gehabt, das ist nicht resignative oder depressive Resignation, sondern das ist die Bejahung eines Weges und eines Schicksals. Das, was ich hier sage und erzähle, hat aus meiner Erfahrung durchaus Gültigkeit für die allermeisten alten Menschen. Im Hospizkontext, wenn man dort Menschen begleitet, die sind oft jung. Da gibt es Menschen, die haben noch kaum mit dem Sterben ihnen nahe Menschen, waren sie noch nicht konfrontiert. Denn bei einer 40-Jährigen können ja die Eltern oder auch die Großeltern noch leben. Diese Menschen werden von ihrer Krankheit aus dem vollen Leben katapultiert. Die sind in dieser Frage des Akzeptierens, des Loslassens anders und oft sehr gewaltvoll gefordert. Ja, ich möchte gern zur geistlichen Zukunftsvorsorge kommen. Also wenn wir an Zukunftsvorsorge denken, dann heißt das Pensionssystem, Vertrauensschutz, mehrere Säulen, also auch Eigenverantwortung. Mir scheint wichtig, und das ist auch schon erforscht, sich auf das Alter und die möglichen Begleiterscheinungen einzustellen. Ich kann mich vor der Demenz fürchten oder ich kann mich mit meiner Biografie beschäftigen und zum Beispiel eine sogenannte Sinnesbiografie erstellen und diese dann auch jemand mitteilen. Denn in der Demenz kehren Menschen in das frühe Alter zurück und mit guten Stimulationen, die zu ihnen passen, können sie aktiviert werden. Sie können dann noch Freude und Genuss empfinden, selbst wenn sie kognitiv nicht mehr erreichbar sind. Also eine lohnende Aufgabe für uns. Was sind die schönen Eindrücke, die angenehmen Gerüche, die guten Geschmäcker? Was ist die Musik? Was sind die Orte, die für mich Leben ausmachen, die mich zu der gemacht haben, die ich geworden bin? Daraus kann ich Hilfen, Anregungen, Ressourcen schöpfen, aber auch Probleme besser verstehen. Es ist eine große Chance, dass es ein sogenanntes Leibgedächtnis gibt, das angesprochen werden kann und das dann aus der Apathie führt. Es wurde berichtet von einer Frau mit Demenz, die schon ganz weit weg war, kaum erreichbar in ihrer eigenen Welt. Ihre Betreuenden wussten aus Notizen zu ihrer Biografie, dass sie Sekretärin gewesen war. Und dann bekam diese Frau eine alte Schreibmaschine und Blätter und sie nahm ihre Tätigkeit auf. Das Schreiben auf dieser alten Schreibmaschine wurde für sie zum Erfolgserlebnis und zur Sinnerfahrung. Nach getaner Arbeit formte sie die Blätter zu einem Stoß, lehnt sich zurück, atmet tief durch und sagt, wieder was geschafft. Eine demente Frau, die kaum erreichbar war, erlebt plötzlich wieder Kompetenz und Selbstwert. Und bedenken wir, Menschen sind ja nicht nur kognitiv und rational zu bestimmen. Unser Gefühl, unsere Intuition, unser Naturerleben, die Musik, da kann so viel Reichtum sein, der entdeckt werden will und der dann wieder zur Aktivierung führen kann. Auch hier wieder Umwertung, die andere Prioritätensetzung. Ich möchte einen zweiten Punkt Ihnen vorschlagen zur geistlichen Zukunftsvorsorge. Es geht darum, wie schon Viktor Frankl auch heute zitiert wurde,
darum, den Blick einzustellen. Oft wird zitiert das Wort vom halb leeren oder halb vollen Glas. Ich denke, das spricht eine tiefe spirituelle Wahrheit aus. Heiliger Ignatius von Loyola gab dem Willen und der Entscheidung des Menschen höchste Bedeutung für das geistliche Vorankommen. Ich habe keine Macht über die Dinge, wie sie sind. Keine Macht darüber, was auf mich zukommt, was mir zustößt. Aber ich habe Macht darüber, wie ich die Dinge ansehe, über meinen Blickwinkel, in welchen Kontext ich sie stelle. Ob ich das Vorzeichen der Dankbarkeit setze oder dem Wunsch nach immer mehr nachlaufe. Ob ich mich von Gefühlen wie Zorn und Wut hinreißen lasse oder ob ich ins Auge fasse, was für ein Mensch ich wirklich sein will und dementsprechend handle. Nicht reagieren, sondern frei, selbstentscheidend meinen Weg gehen. Oder wie es eine demente Frau praktiziert, die unbewusst spürt, was ihr gut tut. Sie sagt, das, was mir gefällt, da schaue ich zweimal hin. Ein drittes zur geistlichen Zukunftsvorsorge. Wir stehen vor der Karwoche. In dieser Woche lesen wir, hören wir von der Passion Jesu, von den Wunden. Es ist manchmal sogar befremdlich, wenn Menschen an der Grenze, die besonders verletzlich oder verletzt sind, etwas tun, was wir kaum verstehen. Sie zeigen ganz real ihre Wunden. Schauen Sie sich das an. Oder sie sprechen von den unsichtbaren Verletzungen. Dann hinzusehen, das ist ein kleiner Akt der Solidarität. Es bedeutet, diese Wunden anerkennen, ernst nehmen und mitfühlen. In dem Zusammenhang fallen mir immer meine Kolleginnen im mobilen Palliativteam im CS-Hospiz ein. Wenn es da Besprechungen gab über Patientinnen und dann wurden Fotos von den Wunden gezeigt, dann waren manche so freundlich und sagten zu mir, schau da nicht hin, du brauchst es nicht. Sie wollten mich beschützen. Mir war wichtig, da nicht wegzuschauen. Also nicht zu leugnen, dass Menschen so etwas erfahren, dass Menschen mit solchen Wunden leben. Die Wunden, es ist für uns ungewöhnlich, aber wir sollen sie zeigen und sehen lassen. Der Volksmund sagt es ja ganz richtig, zu einer Wunde muss Luft dazu. Wenn man es abschließt, heilt es nicht. Eine Wunde ist ein Ort, jetzt ganz wörtlich genommen, wo man tiefer sieht, gleichsam ins Innerste eines Menschen. Verletzungen fordern auf, über das Leben tiefer nachzudenken, denn die schöne, glatte Oberfläche, die hält nicht mehr. Der Auferstandene wird an seinen Wunden erkannt. Die Verletzung macht die Identität offenbar. Bei uns Menschen ist es das gelebte Leben mit den Wunden und den Spuren, das wir am Ende annehmen und wieder zurückgeben. Einen kleinen Blick noch auf Ostern zu, über die Karwoche hinaus. Wir fühlen es und die Bibel sagt es uns auch. Wir sind zum Leben gemacht. Sogar zum Leben in Fülle, das ist die Verheißung. Und doch gehen wir alle einen Weg, der auch bedrängend ist, schmerzvoll, der zu Zeiten aussieht wie Vernichtung.
auch der Weg Jesu in der entscheidenden Woche seines Lebens, nächste Woche, ist eine Passion, ein Leiden, ein Vernichtetwerden in dieser Welt. Was wir heute wissen, oder besser, woran wir glauben dürfen, dass alles gut ausgeht, das war Jesus selbst verborgen, seinen Jüngerinnen auch. Der erste Karsamstag war ein tiefdunkler Tag aller zerschlagenen Hoffnungen. Ein Innehalten und Schweigen, aussichtslose Trauer. Es brauchte Vertrauen, ein Umdenken, ein Neuwerden, um es fassen zu können, dass er es ist, dass er lebt, dass er die Wunden trägt und Frieden und Mut schenkt. Unserem Christenleben ist ja das Sterben und der Tod von Grund auf eingeschrieben. Wir hören in der Osternacht die Lesung aus dem Römerbrief Kapitel 6 von der Taufe auf den Tod. In Christus hineinzuwachsen, beschrieb Martin Luther als in die Taufe hineinkriechen. Stellen wir uns das vor, wie in einer Höhle hineinkriechen. Die Höhle ist Schutzraum und doch ist sie als Grenze zu spüren. Wir sind auf uns geworfen und doch umfangen, geborgen und gehalten. Als Getaufte und Getaufter zu leben, das heißt, sich dieses Lebensgesetz von Sterben und Leben zu eigen machen. Besser noch, sich dem hinzugeben. Ein leidender, gekreuzigter Messias war unvorstellbar. Und doch wurde er genau das zu dem entscheidenden Kriterium der Attraktivität und der Plausibilität des Christseins. Dass Leiden und Tod seinem Messias und damit Gott selbst nicht fremd und äußerlich bleiben. Dass jeder leidende und fragende Mensch einen an seiner Seite wissen darf, der auch gelitten und gefragt hat. Der auch um Vertrauen und Hingabe ringen musste. Dass Leiden nicht von Gott trennt und nicht zunichte macht. Dass das Leben mit allem, trotz allem, doch gut und der Mühe wert ist. Ja, so gehen wir auf Ostern zu, auf dieses Ostern 2022 mit seinen besonderen Umständen, Hoffnungen, besonderem Schmerz. Und hoffentlich dürfen wir noch viele Ostern erleben und einmal das große Ostern, das Ewige. In der neuen Welt ohne Tränen und Mühsal, in Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Der Weg dahin hat Freude und Schmerz, Minderung und Wachstum für uns bereit. Auf diesem Weg haben wir Fußstapfen vor uns, einen Begleiter und hoffentlich viele mitmenschliche Begleiterinnen neben uns und Segen von oben. Und, das sage ich aus meiner Arbeit, wie es der Hebräerbrief sagt, wir haben eine Wolke von Zeugen. Eine Wolke von Zeugen dafür, wie das geht. Leben und sterben und leben. Und dann, so hoffen wir, in Fülle. Ich danke für die lange Geduld.